So, nochmals vormittags tägliche Grüße hier an dieser Stelle. Wir wollen jetzt wieder auf den DAX schauen, der hier ja buchstäblich in Ausverkaufsstimmung ist. Die Marktlage ist deutlich kritisch, also hier weiterer, ja, bekanntermaßen Abwertungsdruck aus Asien. Das sorgt hier für Ängste, dass hier eben China mit in die große Spirale der weltweiten Abwertung eintaucht. Letztlich haben Sie ja gestern bereits am Vortag sozusagen den Markt mit einer, ja, Intervention überrascht, und genau das Gleiche findet heute wieder statt. Und das ist natürlich was, was den Markt ein Stück weit verunsichert. Neben dem auch die technische Präsenz immer weiter sich zuspitzt, gerade bei den Amerikanern. Wir hatten ja den S&P 500 in der Vorwoche am Freitag im Big Picture unter der Beschau, und das sieht jetzt mittlerweile nicht mehr gut aus, was da passiert. Dazu werden wir heute Nachmittag nochmal was machen. Im Übrigen wird auch heute nochmal etwas zum Euro gegenüber dem chinesischen Yuan kommen. Und gegebenenfalls der S&P auch nochmal, neben dem Videobeitrag am Nachmittag auch nochmal in der Big Picture Analyse. Ganz, ganz interessant, wie gesagt, was derzeit passiert. DAX auf jeden Fall durchgerutscht. Wir haben hier in der Indikation schon, ich schieb's gerade mal rüber, Xetra DAX 183 Punkte, JFD-Indikation 347 schon, weil wir hier in der Nacht diesen Ausrutscher nach unten schon mitgenommen haben. Die Average True Ranges sind hier schon gänzlich ausgeschöpft, sowohl beim Xetra DAX als auch beim indikativen DAX. Da ist es natürlich schon an der doppelten Range im Schnitt, die wir hier nach unten zurückgelegt haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie weit kann das hier noch nach unten gehen? Dazu gehen wir jetzt mal in den Guidance Chart. DAX also hier schon wieder mit mehr als 2,5% im Minus. Gestern hier ganz wichtig das Level, und wir hatten davon gesprochen, dass wir hier im Bereich 11.300 Punkten eine positive Divergenz aufbauen könnten. Diese geschah dann hier zum späten US-Handel. Allerdings dann natürlich in Anführungszeichen unter sehr geringen indikativen Umsätzen, und das ist natürlich was, wo man dann sagt, hier besser fernbleiben. Dann gab es hier in der Nacht den ersten Ausverkauf. Das ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, also wer hier um drei handelt, viel Spaß. Wir wollen uns lieber dem europäischen Markt zuwenden, und da gab es dann hier tatsächlich in der vorbörslichen Indikation im Bereich 11.175 Punkte eine kleine Stabilisierung. Warum? Das lässt sich hier sehr schön horizontal herleiten. Also diesen Balken haben wir schon seit langer Zeit drin, und genau dort hat sich auch tatsächlich der Markt zunächst stabilisiert, um dann hier mit der European Eröffnung buchstäblich wieder nach unten einzubrechen. Also direkt zum Xetra-Start kamen die großen Verkaufsorders in den Markt, nichts anderes als raus aus dem Markt sozusagen, und der DAX tropft hier entsprechend nach unten ab. Also diese mögliche Stabilisierung um 11.3 ist natürlich deswegen jetzt absolut vom Tisch. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Technisch gesehen gehen wir mal in den Tageschart. Da haben wir jetzt die Situation, dass Plan B durchschlug. Also hier die Stabilisierung um 11.3, also besser gesagt hier in der Zone von 11.350, 11.400, glückt ja nicht. Das wäre hier nach ABCD-Korrekturimpulsen eigentlich die Idealvoraussetzung gewesen. Dazu kam es ja nicht, wie wir sehen. Dann haben wir hier den gestrichelten Fall jetzt nach unten eingenommen, und der lässt hier im Prinzip Spielraum zu bis in den Bereich 10.955. Warum dieses Level? Wenn wir hier zurückgehen bis in den Juni, haben wir genau in dieser Zone immer wieder gesehen, dass der Markt mehr oder weniger gekauft wurde. Das ist eine leicht positive Indikation, die sagen könnte, okay, der Markt hat jetzt hier Chancen, nach unten langsam fertig zu sein. Langsam wohlbemerkt, denn wenn wir hier sehen, dass sich das Ganze jetzt eben hier nicht weiter nach unten aufbaut, beziehungsweise nach oben vielmehr, sind natürlich die Gefahren groß, dass das Ganze sich hier entsprechend weiter negativ entfaltet. Das sieht jetzt in dieser Art so aus, dass wir jetzt hier einen neuen Tiefpunkt abwarten müssen, und dann wird es interessant. Der ein oder andere, der hier ein geschultes Auge für Harmony Pattern hat, kann hier schon sehen, dass hier unter Umständen etwas Bullisches in Erscheinung treten kann demnächst aufgrund dieser XABCD-Korrektur. Wie das genau aussehen kann, das werden wir demnächst erläutern. Auf jeden Fall hier bereits im Sinne von 10.955 Punkte spekulativ erste Long-Engagements interessant, um hier aber nur kurzfristig auf eine Erholungsbewegung zu spekulieren, denn das charttechnische Bild hat sich hier mit der Rückkehr unter diese Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch hier doch wieder ein Stück weit eingetrübt. Und hier kann es aber zunächst zu einem kurzfristigen Pullback an diese Trendlinie zum Beispiel kommen. Das werden wir, wie gesagt, nach Harmony Pattern dann auch nochmal auflösen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und dann kann es hier wieder zu einem Erholungsimpuls kommen, theoretisch. Also der Markt hat hier absoluten
Druck von oben jetzt zu spüren bekommen und faktisch sind wir eben mit der Nicht-Verteidigung dieser Zone 11.350, 11.400 jetzt hier in dem bärischen Modus, aber gerade die Harmony Pattern springen da natürlich gerne auf. Immer dann, wenn der Markt mega bärisch ist, ist das genau der Zeitpunkt, hier unter Umständen einen Countertrade gegen den Trend einzugehen. Und das ist genau das, wo die Harmony Pattern darauf spekulieren. Und das wäre hier zum Beispiel im Bereich 10,8, 10,59 eine Möglichkeit, um auf einen Turnaround zu spekulieren im Sinne der jüngsten Ausverkaufsorgien. Und das könnte durchaus natürlich entweder heute noch einen richtigen Tiefschlag geben oder aber dann auch während des morgigen Handels und dann überraschenderweise in Anführungszeichen den kleinen Erholungsimpuls, der dann wieder Richtung 11.350, 11.400 führt, was dann eine schöne Chance wäre, um, jetzt machen wir das erstmal ein Stück weit länger, hier zum Beispiel wieder ein Short-Engagement zu pflegen, das dann sogar hier noch deutlich tiefer führen könnte. Das wäre mal eine optionale Gegebenheit für den Fall, dass es so kommt. Wie gesagt, dieses Harmony Pattern gehört noch mal ein Stück weit analysiert, ob es so kommt, welches es genau ist. Aktuell deutet sich hier ein Guardley an, in der Art zumindest. Aber das dann dazu mehr, wenn wir tatsächlich diesen Punkt hier ansteuern sollten. Bleibt auf jeden Fall interessant. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer, und will Ihnen aber jetzt halt nochmal kurz den Wochenchart zeigen, der hier mit einer bestätigten Abwärtstrendlinie aufwartet. So, da haben wir es. Und was jetzt noch ein Stück weit negativ dazu kommt, wir haben hier ein sich ausdehnendes Dreieck. Kein Abwärtstrendkanal mehr, sondern ein sich ausdehnendes Dreieck. Das verspricht hohe Volatilität, eine Zunahme der Volatilität und natürlich wilde Ausschläge. Ja. Und also wie gesagt, kurzfristig kann ich mir vorstellen, dass es weiter runter geht, dann unter Umständen eine Erholung Richtung 11.4 und dann nochmal der richtige Down-Move. Das sieht hier technisch genau so aus, als könnte das passieren. Mal abwarten, was kommt. Auf jeden Fall haben die Märkte hier bärisch eingetreten und das positive Momentum, was wir zum Montag hatten, definitiv hatten, wurde hier aus dem asiatisch-pazifischen Bereich förmlich niedergeschmettert. Also warten wir ab, was passiert. Ich sage danke fürs Einschalten, jetzt aber auf jeden Fall. Und dann bis später nochmal zur Beschau der US-Märkte. Wünsche Ihnen erstmal eine gute Mahlzeit. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.